Hallo liebe Schachfreunde, seid wieder herzlich willkommen zu drei Taktikaufgaben aus Schach 960 Partien. Die erste Aufgabe ist diese hier und hier geht es um ein Matt in zwei Zügen. Wie kann Weiß am Zug hier am besten fortsetzen? Wie lautet das Matt in zwei Zügen? Die zweite Aufgabe entsteht aus dieser Stellung. Hier hat Schwarz H7, H5 gespielt. Es hätte eine bessere Fortsetzung gegeben und die dürft ihr nun herausfinden. Wie ist also hier die beste Fortsetzung für Schwarz am Zug? Wie kann er ganz klar eine Gewinnstellung erreichen? Und das ist hier die dritte Aufgabe, die wirklich wieder ein genaues Auge und gute Rechenarbeit erfordert. Hier war der letzte schwarze Zug Turm D8, D7 und bei genauem Spiel hätte Weiß hier eine Gewinnfortsetzung nun. Die Frage lautet also, was ist hier der beste Zug für Weiß und wie entwickelt sich danach seine Initiative? Und damit sind wir bei den Lösungen. Ich hoffe, dass auch die Anfänger unter euch dieses zweizügige Matt gefunden haben. Es geht forciert los mit Springer F6. Das ist ein Schach auf den schwarzen König. Es gibt hier keine andere Fortsetzung, keinen anderen legalen Zug als wie G schlägt F6. Und nun ist aber Dame G4 ein hübsches Matt. In der mittelschweren Stellung kommt es hier auf die schon erkennbaren Motive entlang der Diagonalen A8, H1 bzw. auch H8, A1 an. Der Springer auf F3 ist gefesselt und so eine gefesselte Figur müssen wir versuchen immer öfter anzugreifen, bis schließlich Material gewonnen wird. Das sofortige G5 allerdings kann Weiß hier noch abwehren. Hier hat er Dame H3 zur Verfügung und nach G4 natürlich Dame H6. So geht es nicht. Die richtige Zugfolge lautet hier zunächst Springer schlägt D4. Das erzwingt natürlich Turm schlägt G4, der Springer F3 ist ja gefesselt und jetzt erst G7, G5. Mit der klaren Idee G5, G4 mit Materialgewinn. Und Weiß ist hilflos, denn Schwarz hat noch die zweite Drohung und die lautet natürlich ganz einfach Läufer schlägt F3 nebst Dame D4. Aus diesem Grunde geht jetzt Dame H3 nicht mehr. Hier kommt Läufer F3, E schlägt F3 und Dame D4 mit Gewinnstellung für Schwarz. Die beste Fortsetzung für Weiß wäre Turm D6 und nach Läufer D6 Dame H3. Aber das ist natürlich auch eine klar bessere Stellung, langfristig auch schon eine Gewinnstellung für Schwarz. Turm G4 ist die Fortsetzung, die vielleicht noch den hartnäckigsten Widerstand bietet, aber hier steht der Turm selbst natürlich auch wieder exponiert und es kommen eigentlich typische Ideen wie F6 nebst H5 oder auch H6 nebst F5. F6 ist hier aus menschlicher Sicht wahrscheinlich das natürlichere, denn H7, H5 kann gar nicht mehr verhindert werden. Und das reicht auch zum Gewinn für Schwarz. Zum Beispiel auch wieder Dame H3, H5 natürlich und Turm D4 und G4 mit Gewinnstellung. Im Übrigen hat Schwarz, vielleicht hat das auch der eine oder andere von euch noch gesehen, noch ein anderes starkes Motiv nach Turm G4. Er könnte auch Dame A1 spielen. Die beiden Läufer auf B1 und C1 sind ungeschützt und auch das wäre nun eine klare Gewinnstellung. Zum Beispiel G-Rochade von Weiß und nun H5, das ist wesentlich genauer als Dame B1. Nach Dame B1 kommt Läufer G5 und die Drohung Läufer H6 ist peinlich. Natürlich droht auch Turm B1. Das ist nach Turm schlägt G5. Und Turm B1 und Turm G4 nur ein leichter Vorteil für Schwarz. Besser nach der G-Rochade von Weiß wäre erst H5 und nach Turm G5 Dame B1.
und jetzt ist es wieder ein klarer Gewinnvorteil für den Schwarzen. So viel zu dieser Aufgabe. Alles in allem denke ich eine lösbare Aufgabe. Und dann sind wir wieder bei der dritten Aufgabe, die auf den ersten Blick auch ganz einfach zu lösen scheint, denn die schwarze Dame ist sehr exponiert und Weiß könnte tatsächlich unmittelbar mit Turm D3 die Dame befragen. Die hat keine Fluchtfelder, also Gewinn für Weiß oder etwa nicht. Ich hoffe nicht, dass ihr hier schon eure Analysen abgebrochen habt, denn Schwarz hat Springer E3 zur Verfügung. Und das ist mehr als peinlich für Weiß. So war übrigens die Partiefortsetzung. Weiß blieb hier nichts anderes übrig, als aufzugeben. Nach zum Beispiel Dame C3, Turm C3, Turm E4 geht der weiße Springer verloren. Und das resultierende Turmendspiel ist klar besser für Schwarz. Nach Turm A3, Springer C4 verliert Weiß noch mehr Material, denn es hängt schon wieder der Springer E4 und natürlich auch der Turm A3. An dieser Variante sehen wir, dass der Springer E4 auf etwas wackeligen Füßen steht. Und angesichts dieser starken Idee Springer E3 kommen dem einen oder anderen vielleicht sogar Zweifel, ob Weiß überhaupt besser steht. Auch Turm B3 funktioniert nicht gut wegen Dame A2. Hier hat die Dame fürs Erste einen sicheren Platz gefunden. Auch Springer D6 ist nicht die richtige Antwort. Hier kann Schwarz mit Springer C3 fortsetzen. Auch C schlägt D6 reicht nicht aus, um einen klaren Vorteil für Weiß zu beweisen. Ein anderes Motiv in dieser Stellung könnte auch sein, dass der Springer D5 so ein bisschen gefesselt wirkt. Der Turm auf D7 ist ja ungedeckt, aber wir können den Springer auf D5 nicht besser angreifen als Weißer. Ja, man muss sogar damit rechnen, dass Schwarz sich mit Turm DE7 geschickt entfesselt durch den Gegenangriff auf den Springer E4. Von daher könnte der eine oder andere von euch auf Turm D4 gekommen sein. Das überdeckt den Springer E4 vorsorglich und bereitet vielleicht auch Turm D1 vor. Aber wenn wir uns Turm DE7 anschauen, dann führt das auch nicht zu weißem Vorteil. Zum Beispiel Turm D5, Turm E4, Turm D4, Turm D4, Dame D4 und Turm E8 mit ungefähr gleicher Stellung. Nun, Weiß hätte nach Turm DE7 natürlich Turm D3 und dieses Motiv mit der Dame auf A3 wird reaktiviert. Hier ist Turm E4 erzwungen und nach Dame E4, Turm E4, Turm A3. Aber solche Endspiele sind schon unklar. Schwarz hat immerhin einen Bauern für die Qualität. Das dauert schon noch eine ganze Weile, bis hier Weiß den Sieg unter Dach und Fach hat. Und wenn wir nach Turm D4 den Computer zu Rate ziehen, dann wirft er relativ trocken B7, B6 aus. Spielt also noch nicht sofort Turm DE7, sondern erst nach Turm BD1 kommt Turm E7. Das ist präziser. Jetzt ist das Motiv mit Turm D3 nicht mehr möglich. Hier käme Dame B4. Allerdings nach C schlägt B6 und Springer B6 ist die Sache auch wieder völlig unklar. Schwarz hat hier wohl gute Ausgleichschancen. Nein, zurück in die Ausgangsstellung. Die beste Fortsetzung nach Turm D7 ist also natürlich nicht Turm D3, auch nicht Turm D4, sondern C5, C6. Dadurch kommen neue Motive ins Spiel. B schlägt C6 ist ja so gut wie erzwungen. Und nach B schlägt C6 ist aber die B-Linie geöffnet und dieses Schach auf B8 bietet dem Weißen, wie wir jetzt gleich sehen werden, neue Motive. Spielt Schwarz hier Turm DE7,
dann kann nun Turm D3 sehr gut erfolgen, denn nach Turm E4 geht Turm B8 und nach König H7 Dame D5 und die Dame auf A3 hängt immer noch und es droht Matt auf H5. Hier sehen wir ein erstes wichtiges Motiv dieser offenen B-Linie. Nach Turm D3 Springer E3 geht nicht wegen F schlägt E3 und spielt Schwarz Springer B6. Auch eine pfiffige Idee noch, um vielleicht den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, aber es geht Turm B6 und Weiß steht auf Gewinn. Nach C schlägt B6 geht natürlich Turm A3 und nach Turm E4 wieder diese Idee Turm B8 nebst Dame D5. Gehen wir zurück in die Stellung nach B schlägt C6. Der Turm auf D7 hängt. Die etwas hartnäckigere Fortsetzung wäre also Turm D8 hier. Die Grundlinie ist überdeckt, aber nun ist tatsächlich der Springer auf D5 unangenehm gefesselt und Weiß hat Springer C5. Noch nicht Turm D3 hier an dieser Stelle. Hier hat Schwarz auf einmal Dame E7, ein Rückzugsfeld für die Dame. Springer C5 nimmt der schwarzen Dame zum einen dieses Rückzugsfeld und entfernt den weißen Springer von diesem schwachen Feld E4. Und auf einmal sieht sich Schwarz mehreren brutalen Drohungen gegenüber und er hat keine Ausreden, keine guten Verteidigungsideen mehr. Zum Beispiel droht Turm D3, aber auch Springer D7. Das wäre eine Art Doppelangriff auf den Springer D5 und den Turm E5. Beispielsweise Turm D6. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Hier geht Turm D3 natürlich nicht wegen Springer B6. Turm B6 und Dame C5 und so weiter. Aber Springer D7 ist hier die Lösung. Der Angriff auf den Turm E5, der muss nach F5 oder G5 oder H5 und nun funktioniert endlich Turm B3. Dame A2 geht natürlich nicht wegen Turm B8 und Damenverlust auf A2 und Springer B6 geht diesmal nicht wegen Springer B6 mit klarem Materialgewinn für Weiß. Die Dame auf A3 hängt. Und die Stellung ist auf einmal völlig hoffnungslos. Und das waren dann auch die wichtigsten Varianten in dieser spannenden Stellung. Das sofortige Turm D3 war also nicht die richtige Fortsetzung. Zunächst musste hier mit C6 die B-Linie geöffnet werden und dann auf einmal läuft das Ganze wie am Schnürchen für Weiß. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei dieser Analyse. Wenn ja, dann könnt ihr in einer Woche beim nächsten Schach 960 Training wieder dabei sein. Bis dann also, ciao!